Gute Freunde, eine Videokonferenz und jede Menge Kreativität. Das sind die Zutaten von Rob Savages neuestem Horrorfilm Host. Er wurde komplett über Zoom und ohne ausgebildete Schauspieler gedreht. Wir alle haben ganz schön multitasken müssen, um dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Dass wir Freunde sind und uns gegenseitig alles fragen konnten, auch Dinge, bei denen man bei richtigen Schauspielern vielleicht Hemmungen hätte, das hat uns enorm geholfen, diesen Film zustande zu bringen. Zur Vorbereitung haben wir meinen Freunden allen eine Packung sehr dünner Angeldrähte gekauft. Damit konnten sie üben, Dinge im Haus wie ein Poltergeist in Bewegung zu setzen. Am Ende waren sie dann so weit, dass sie Gegenstände umfallen lassen konnten. Wenn er nicht gerade in Quarantäne sitzt, dreht Savage gruselige Kurzfilme im Studio. So wie Salt aus dem Jahr 2018, ein Riesenerfolg. Sein neuester Homeoffice-Film basiert auf einem Streich, den er seinen Freunden bei einem Corona-Gruppentelefonat über Zoom gespielt hat. Er jagte ihnen einen so großen Schreck ein, dass er daraus direkt einen Film machen wollte. Es gibt so viele kleine Techniken, um Menschen zu erschrecken. Die mussten meine Freunde erst einmal verstehen, auch um zu wissen, wo sie ihre Kamera platzieren müssen. Um ihnen zu zeigen, was eine gruselige Einstellung ausmacht, haben wir über Zoom eine ganze Reihe Horrorfilme geschaut und immer wieder gestoppt, um herauszufinden, warum sie so furchteinflößend sind. Und das ist der Streich, mit dem alles begann. Über Zoom erzählte der Filmemacher seinen Freunden, er höre Schritte auf dem Dachboden. Um herauszufinden, was dahinter steckt, nahm er sie per Handykamera mit und dann passierte das. I don't like it, Rob.